gibt es auch eine schöne Kurzversion von. Liebe Mutter Erde, ich danke dir für die schöne Zeit im Jetzt und Hier. Ja, das ist ein Mantra, was ich sehr gerne nehme. Und nö, es steht jetzt da leider, mehr steht da nicht drauf. Da habe ich die lange Version drauf. Liebe Mutter Erde, ich danke dir, Gaia, für die schöne Zeit im Jetzt und Hier, Gaia. Liebe Mutter Erde, ich danke dir, Gaia, für die schöne Zeit im Jetzt und Hier, Gaia. Alle, ja, ist schön, gell? Ist auch ganz unabhängig vom Lied her. Also du kannst es auch einfach nur mit so einer ganz simplen Form. Liebe Mutter Erde, ich danke dir, Gaia, Gaia. Geht jede Form. Und dann sprach ich zugleich mit geerbt, der von dir, oder? Gedanke ist gleich Energie, dass man das nie vergisst, sich immer wieder zu werben, oder? Immer wieder, ja. Sich mit diesem Planeten zu verbinden. Das gibt ganz viel Energie zurück. Und desto mehr Menschen das machen, desto besser geht's auch der Erde, ja. Dass es nicht nur ums Ausrauben geht, ja, ums Profit machen mit der Erde, sondern dass wir einfach, wo wir sind, immer wieder Danke sagen. Ja? Und Danke sagen ist spirituell was Wunderschönes. Ja? Das könnte man eigentlich auch mit der Hopfen. Mhm. Das Danke sagen jetzt. Mit. Das Danke für die Mutter, die mit dem Mantra, das überhaupt, was du uns jetzt gegeben hast, das kann man das verbinden? Ja, ja, genau. Zum Beispiel. Ja. Richtig. Also bei diesem Hauptmantra verbinde ich immer Erde. Also das ist einfach grundsätzlich, bevor ich das Mantra anfange, verbinde ich mich immer mit der Erde. Ja, und sag auch da so innerlich so einfach, oh, vielen Dank Mutter Erde, vielen Dank Vater Himmel und stell bewusst diese Verbindung her, weil genau da soll die Energie fließen, durch mich durch. Ja. Ja. Du hast gesagt, Herz öffnen und Gold. Was ist das für ein Instrument? Das ist eine Sansula. Das ist eine Weiterentwicklung vom Daumenklavier. Ja. Das kann jeder spielen. Also das ist, du kannst da eigentlich nichts falsch machen. Ja. Ihr könnt für die Mantras verschiedenste Instrumente nehmen. Einfach Begleitung ist natürlich was Schönes. Das zum Beispiel ist eine Reisetambura. Ja. Und diese Instrumente haben oft, dass wirklich nur ein Akkord drin ist. Mehr brauchst du gar nicht. Ja. Mit der Trommel genauso, richtig. Ja. Oder ich habe da die Sruti-Box, ist auch ein sehr schönes Instrument, um Mantras zu begleiten. Ja. Hm. Ich bin Liebe, Liebe bin ich. Ich bin Liebe, Liebe. Thank you.
Du kannst auch eine Gitarre nehmen und eine Gitarre nicht herkömmlich stimmen, sondern du stimmst da einen Akkord drauf. Ja? Das heißt, kannst du Gitarre spielen? Nee. In dem Moment kannst du es dann. Also du kannst dir eine Hilfe holen von jemand, der Gitarre spielen kann, und mit jedem normalen Stimmgerät kannst du dir vorschreiben, welche Töne du auf diese Gitarre einprogrammieren willst. Schreibst du dir einmal auf und dann stimmst du sie auf die Töne und dann brauchst du nichts anderes mehr machen, als die Gitarre zu nehmen und schrumm machen. Ja? Normalerweise ist eine Gitarre so gestimmt, dass da kein toller Klang rauskommt. Wenn ich aber jetzt schon sage, ich greife hier ein E-Dur oder ein E-Moll und sage jetzt, das heißt, ich tue einfach diese beiden Saiten ein bisschen höher. Dann habe ich diesen Akkord programmiert und ich brauche nichts anderes machen als so, einfach irgendwas spielen, ja? Kannst du die Gitarre kannst du von Haus aus so bestimmt zu Hause stehen haben. Und wenn du singen willst, dann nimmst du einfach und machst. Also einfach. Was du auch willst. Ja? Nimm sie mal. So. Es wäre egal. Es wäre egal. Es ist total aber, egal. Ja, weil ich die Linkshänder-Gitarre habe, ist jetzt gleich so knapp. Genau, normal. Aber du wärst im Prinzip so egal. Könntest du dir eine Linkshänder-Gitarre, aber du kannst sie auch nehmen, wie du willst. Mhm. Ja, du brauchst nicht mehr greifen. Das heißt, du kannst auch die Hand nehmen zum Spielen, die du willst. Okay. Wie du willst. Absolut. Ja. Also, ja. Und am Anfang gar nichts Kompliziertes. Mach einfach. Okay. Jetzt nimm mal dein Mantra. Ich kann jetzt. Du kannst. Oh ja. Yeah. Es hat mit Singen nichts zu tun. Hat es gar nichts zu tun. Mach dir mal zusammen. Weißt du noch, wer das ist? Ja, mal nie, gell? Genau. Nie, ja. Stimm dich erstmal mit einem Grundton ein. Das heißt, spiel und find einfach mal einen Grundton, wo du sagst, oh ja, da bin ich in Resonanz mit der Gitarre. Einfach nur einen Ton. Du spielst die ganzen Seiten. Ja. Wichtig ist, dass man gar nicht drüber nachdenkt, weil es geht automatisch. Gitarre zu stimmen, ja, genau. Und dann, mhm. Ja, und das kannst du mit einem Hackbrett machen, das kannst du mit einer Zither machen, mhm. Jedes Seiteninstrument kannst du so machen. Ja, ja. Das ist super. Hast du einen Akkord drauf? Dann hast du deinen Ton drauf, wo nur dieses Mantel immer aufgeladen wird, oder? Genau.
Oder kannst du alles mögliche andere auch drauf singen. Mhm. Also, ja. Ist halt dann immer in so in dem Tonumfang, wie der Akkord gerade ist. Ja. Ja. Akkordeon ist wunderbar. Mhm. Ja, wenn ein Akkordeon zu Hause steht. Schau, ja. Einfach einen Bassknopf drücken, da sind die Akkorde drauf und schon kannst du dazu singen. Mhm. Ganz einfach. Das wäre schon gut. Da muss man nicht unbedingt was können und kann trotzdem, dass sie mit dem Resonanzkörper haben. Oder? Genau. Ja. Ja. Super. Okay. Schön. Danke. Gerne. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Keine Ahnung. Offiziell ist es beendet. Was? Offiziell ist es beendet. Offiziell ist es beendet. Okay. Ach, ich schon überriss. Nimmst du das auf Ding auf dem Video? Ja. Ja, also ich könnte euch noch bis, weiß nicht, was jetzt, ob da schon draußen welche warten, ist noch ein Kurs hier drin? Es ist auf meiner Liste, ist einer angesagt, aber ich weiß, ich glaube nicht, dass der stattfindet. Nee, ja. Also das haben wir schon gekauft. Habt ihr euch gekauft, ja, dann hört ihr euch das an. Ja, ja. Weil das ist auch wunderschön. Unser nächstes Gute-Nacht-Geschichte. Wunderbar. Und ich würde mich sehr freuen, ein Feedback von euch, dass ihr einfach, wenn ihr Lust habt, mir schreibt, wie es euch damit ergangen ist mit der Vergebung. Ich war auf deiner Homepage. Ja. Und wollte dir schreiben, aber irgendwie, man muss da irgendein Mitglied sein für irgendwas, damit das überhaupt geht. Also ich bin da nirgends hingekommen. Ah, da warst du nämlich auf meiner Homepage, da warst du auf der Ning-Page, wahrscheinlich im Oberton-Netzwerk. Da war dein Name drauf groß und dann war ein Mail, das du bekommen hast, du warst in der DHS-Sendung. Kann das sein? In der DHS-Sendung? Das. Ja. Am NDR kommt die, glaube ich. Mhm. Und da hat mich jemand gelobt, dass es toll war. Ach schön. Ja, das ist, glaube ich, das Obertonnetz. Also meine Seite ist ganz einfach bis am Rhein durchgeschrieben, .de oder .eu oder .com. Mhm. Das wird alles auf meiner Hauptseite. Und mein Mail ist einfach kontakt@chrisamrhein.de. Kannst du ja oben noch so ein Kärtchen mitnehmen. Mhm. Aber würde mich sehr freuen, ja, also da einfach ein Feedback zu kriegen. Ja, weil es jetzt ganz interessant ist, es ist eine neue Entwicklung von Mantras und ich benutze mein gesamtes Wissen über energetische Musik. Mhm. Da drin arbeite ich mit Differenztönen. Das ist ein besonderes Phänomen von Tönen, die wir normal als Reibetöne kennen. Aber die sind so versteckt, dass man die nicht als störend wahrnimmt. Und die öffnen die Zellstruktur. Ist total schön. Also die öffnen überall festgefahrene Sachen. Dann arbeite ich mit einer Obertonkodierung. Das mache ich aber schon lange in allen Stücken. Deshalb sind überall Obertonmelodien bei mir drin, weil ich gelernt habe, über die Obertöne Informationen in die Musik einzuweben. Ja. Darf ich noch mal fragen, dieses Oberton? Was heißt das ganz genau? Also nur kurz, das sind die Töne, wo man nicht so wahrnehmen kann und das sind Mehrfachtöne oder das gehen die Meinungen? Das sind Teiltöne des Muttertons. Okay. Das heißt, jeder natürliche Ton ist aus unendlich vielen kleinen Teiltönchen zusammengesetzt. Mhm. Ja? Und das sind die Obertöne und die können wir als Sänger... Und Untertöne ist dasselbe? Nein, Unterton ist ein Schwingungsphänomen, ein anderes. Mhm. Das heißt... Wenn eine Membran mit einem Ton konfrontiert wird, den sie von der Geschwindigkeit nicht erreichen kann, nimmt sie den nächst harmonisch tieferen. Und das ist der erste Unterton, ist die Oktave nach unten. Das ist der Untertongesang. Genau. Ja, schön. Also wenn ihr mich da ein bisschen informiert, wie es euch mit ergeht, dann ist. Also wir haben oben ein bisschen reingehört. Also ich habe sofort Schwingung gespürt. Also hier auf der Höhe. Genau. Also hier da hast du reinkodiert, hast du gesagt, in die Obertöne Informationen einfach. Genau. Okay. Es geht einfach um Vergebung, um Loslassen von all den alten Ankern, die uns stören. Das ist ja. Genau, Und dann schließt es dann wieder am Schluss vom genau. Dann geht es wieder nicht, dass es dann auf. Nein. Ja. Das ist den Schlaf ist. Das geht auch im Schlaf. Ja, also vielen Dank. Danke, ja. War wieder schön. Freut mich.